Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen klassischen Streuselkuchen, aber den saftigsten und weichesten ever. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Für den Kuchenboden, also den Hefeteig, brauchen wir Mehl, zerlassene Butter, bitte nicht heiß, Joghurt, lauwarme Milch, ein Ei, Vanillezucker und Hefe. Ah ja, und Zucker natürlich noch. So, jetzt kommt erstmal die Milch in eine große Rührschüssel zusammen mit der Hefe. Ich habe Trockenhefe, ihr könnt auch frische verwenden. Und ein bisschen vom Zucker kommt ebenfalls dazu. Das war vielleicht so ein Esslöffel. Und dann wird die Mischung circa 10 Minuten stehen gelassen, bis die Hefe anfängt zu schäumen, wie ihr eben gesehen habt. Und dann kommen die restlichen Zutaten bis auf das Mehl hinein und werden vermengt. Jetzt wird das Mehl hinzugefügt, aber nicht alles auf einmal. Ihr wisst ja, ich mache das immer so. Ich gebe erstmal 2/3 hinein, verrühre alles mit einem Löffel und dann schaue ich nach der Konsistenz nach und nach. Wenn ich der Meinung bin, dass der Teig noch zu bappig ist, zu klebrig ist, kommt immer ein bisschen mehr Mehl hinein. Der Teig sollte zum Schluss nicht mehr kleben, aber der darf auf keinen Fall auch irgendwie hart oder irgendwie zedern werden, ne? Ich habe das Ganze circa 5 Minuten dann per Hand geknetet. Ihr könnt auch eine Küchenmaschine verwenden. Das werde ich auch oft gefragt. Natürlich, mit Küchenmaschine ist es immer einfacher, ne? Wenn der Teig dann richtig schön glatt geworden ist, wird er zu einer Kugel geformt, zurück in die Schüssel gelegt, abgedeckt und für circa 45 Minuten lang gehen gelassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Streusel und dafür brauchen wir Mehl, Butter, wir brauchen Zucker, Vanillezucker und Salz. Alle Zutaten werden jetzt in eine Schüssel gegeben und geknetet, kann man geknetet sagen, ja, bis Streusel entstehen. Man denkt erstmal, oh, kommt nicht zusammen, aber doch, der Teig, der kommt zusammen. Keine Angst, auf keinen Fall irgendwie noch mehr Butter oder Öl oder sowas hinzugeben. Wie man sehen kann, ist der Teig bei mir auch schon richtig schön hochgegangen. Und ich habe mir meine Backform schon mit Backpapier ausgekleidet. Ihr könnt eine Auflaufform auch nehmen. Ich habe hier so einen eckigen Springrahmen, eine eckige Springform. Und den Teig drücke ich jetzt dort hinein. Und den Teig bitte vorher nicht kneten oder so, ne? Direkt draufgeben und hineindrücken. Die Form wird dann abgedeckt und der Teig für circa 20 bis 30 Minuten hochgehen lassen. Kommt auch immer auf die Raumtemperatur an, ne? Der sollte sich nochmal verdoppeln. So sollte er dann aussehen. Und dann werden natürlich die Streusel darüber gestreut. Nicht andrücken oder so. Einfach nur locker, flockig darüber streuen. Und der Kuchen wird dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze goldbraun gebacken im vorgeheizten Backofen. Hat bei mir so circa 35-40 Minuten gedauert. Macht einfach mal, guckt immer mal wieder rein, ne? Also kann auch länger oder kürzer sein, die Backzeit. So, und dann habe ich ihn aus dem Ofen genommen. Der ist auch noch richtig heiß. Und auf den noch heißen Kuchen kommt jetzt Schlagsahne drauf. Die ist kalt, also kann auch Raumtemperatur haben, ne? Aber die sollte nicht erhitzt werden. Und das ist, ja, die Sahne macht's aus. Die Sahne macht den Kuchen richtig schön saftig. Ebenso der Joghurt, der im Hefeteig drin ist. Und am besten lasst ihr den Kuchen 1 bis 2 Stunden ziehen, ne? Ich hatte keine Zeit, deswegen ist bei mir die Sahne noch nicht eingezogen. Aber was jetzt auch nicht schlimm war.
Ich wollte ihn nämlich noch schnell anschneiden für euch, um zu zeigen, wie er von innen aussieht. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Probiert dieses Rezept bitte, bitte aus. Bitte. Und wenn, dann schickt mir gerne eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Jetzt viel Spaß beim Nachbacken und dann hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!